Halli, hallo, hallöle, schön, dass ihr wieder dabei seid. World of Tanks heißt das Spiel, AMX 50-100 der Panzer und P798 der Spieler auf der Karte Heiliges Tal. Ja, alles gesagt, bis darauf, dass wir hier die Tierstufe 8 der Franzosen haben, den AMX 50-100, den Autoloader und ein bisschen glücklich, dass er hier High-Tier ist. Ja, also gerade ein 7er, 6er Gefecht macht umso mehr Spaß. Und er ist hier noch dem Zug 1 beigetreten. Mit wem hat er denn hier platoniert? Bonho und dem Jirka. Ja, mal schauen, was er hier so reißt. Und auch hier wieder keine WN-Wertung aktiv, weil er eben dementsprechend der Fokus auf dem Spielstil liegen soll und nicht darauf, wer welche Wertung hat. Er fährt jetzt hier zum eher, würde ich sagen, typischen Heavy Spawn. Und ich bin jetzt deswegen ein bisschen verwundert. Ihr sagt jetzt wahrscheinlich alle, ja, ist ja ein Heavy. Aber naja, er ist halt sehr, sehr weich. Also er ist ja so gefühlt schon eher ein Medium vom Spiel her. Jetzt hat er vielleicht sich jetzt auch gedacht, dachte sich, nee, erste Reihe, komplett an Angriff mache ich doch nicht. Ich warte zumindest mal, bis ich ein bisschen Verstärkung habe. Aber die schweren Jungs kommen da auch nicht wirklich. Beziehungsweise so viel schweren KV-4 hat er noch. Und dann hört es auch schon wieder auf. Und da ist, jetzt steht aber ein schwerer Junge. Die ES-3. Die ES-3 hat ihn gehittet, aber jetzt kann er sein ganzes Magazin mal raushauen. Und wenn es gut läuft, macht den sogar weg. Hat Auto-Aim hier aktiv. Und der letzte Schuss wird ihm da geklaut. Dreisterweise vom KV-85, aber sei es egal. 1483 Schaden. So kann man eine Runde doch starten. Da hat er jetzt einen Indian neben sich. Den kriegt er gar nicht mit, weil er so konzentriert ist. Auf rechts. Nee, den Indian, den hat er nicht auf dem Schirm. Ach, er hat geschrieben, na, okay. Er war nicht happy, dass der KV ihn den Kill gestealt hat. Das war jetzt wichtig noch zu kommunizieren und dementsprechend hat er da oben aufgrund des Schreibens nicht viel mitbekommen. Na, so ist es also. Er ist noch immer im Reload. Und jetzt hat er den Indian wieder im Blick. Jetzt hat er nämlich nachgeladen. Nee, jetzt hat der Indian geschossen. Jetzt nimm ihn raus, komm. Zack. Zack. Jetzt hat der Indian geschossen. Zack. Und jetzt kann sich der Indian sein Schicksal ergeben. Und diesmal kriegt er auch den Kill. 3 zu 6 allerdings schon für den Gegner. Er ist Reader im Reload. Sobald er nachgeladen hat, geht es aber wieder rund. So, der Tiger 1, Tiger 2 braucht wahrscheinlich zwei Schüsse. Aber die beiden zusammen machen natürlich auch schon ordentlich Schaden, T34 und der Tiger. Jetzt hoffe ich mal, dass er, und er hofft viel mehr, dass der KV-4 da rumkommt, dass der zumindest mal einen Hit abbekommt. Jetzt nimmt der KV-4 aber da wirklich den Hit. Jetzt haben beide geschossen. Jetzt kann er loslegen. Leg los! Nein, nicht so! Oh, Menno. Vergebene Mühe, dass hier die beiden geschossen haben. Jetzt kann er auf die Unterwanne, nimmt den raus. Der T-34, der ist noch rappelvoll. Ja, T-34 nimmt jetzt den KV-4 raus. Er selber hat hier fast das ganze Magazin voll. Ein Hit kann er sich auf jeden Fall erlauben. Aber er wird ihn nicht wegmachen, leider. Dafür ist der Roll nicht gut genug. Und er lässt 87 stehen und jetzt muss er Lachen laden. Das ist leider dann halt so. Und in diesem Moment wäre er sehr angreifbar, aber der T-34 hat er zu spät seine Stunde genutzt, um ihn nachzufahren. Und er ist gefühlt im Rückwärtsgang schneller als der T-34 im Vorwärtsgang. So, jetzt ist die Nachladezeit auch fast vorüber.
Nun wird's spannend. Wo ist er? Wo kommt er rum? Aber jetzt kommt der Type 62 dann hinterhalb an den T34 und der wird ihn wahrscheinlich wegmachen. Alles andere wird mich jetzt stark überraschen. Ja, da macht er ihn weg. Und jetzt ist nur noch der IS-6 am Leben. Er schreibt auch Fangs Type. Also er hat auch gute Manieren. Er ärgert sich nicht nur darüber, wenn Leute ihn in Kill stealen, sondern bedankt sich auch, wenn sie ihn unterstützen. Von dem her gleicht sich doch so der Charme-Effizienz-Charakter wieder aus. Und nun kriegt er vom IS-6 noch was ab? Das ist die Frage der Fragen. Da kommt auf jeden Fall drauf. Ne, so nicht. So allerdings schon. Und so auch. Sehr schön. Da macht er seinen dritten Kill, macht in Summe 4736 Schaden und das in einer sehr entspannten Art und Weise, würde ich sagen. Da sieht man mal, was in dem AMX 5100 steckt und ja, vielleicht auch mal für mich zukünftigen Panzer. Wir werden es sehen. Bis zum nächsten Mal, euer Karamba.